müssen hier sein hier. Great. Auf jeden Fall, dass ihr hier seid. Die Betreuer, die nicht ankam. Woher weißt du das? Sagte, du hast ein verlassenes Auto. Verschrottet. Ich dachte mir den Rest. Mist. Wieso? Was denkst du, Chris? Scheiße, Travis. Sie sind nur hier, das ist übel. Du hast ein Gewissen, Chris. Was soll ich denn machen? Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Geschossen. Das sage ich mal. Zu deinem Glück war es kein Silber. Und was jetzt? Du kannst ihn nicht hier behalten. Ich mach das schon. Hättest du schneller gehandelt, wären sie nicht im Camp gewesen. Schon mal daran gedacht? Hätte ich gehandelt, wären die alle im Knast. Schon mal dran gedacht. Das waren Bobby und Caleb und du weißt der ja... Der anderen und dann der... Verdammte Journalist! Travis, was sollen wir denn jetzt tun? Was ist eigentlich mit Wir schaffen das zusammen? Shit, Mann. Lass uns in mein Büro. Zu viele Ohren. Max! Max! Aha. Was ist denn? Travis war eben im Flur. Hörst du? Der Cop. Und? Mit Chris Hackett. Wollte er uns rauslassen? Nein. Er ist der Werwolf. Max, Chris Hackett hat dich da unten im Sturmkeller gebissen. Unglaublich, wer hätte das gedacht? Also, naja, wenn ich überleg, ich schon. Hast du aber nicht. Alles macht Sinn. Deshalb war Chris Carra an der Lodge damals. Travis wollte ihn decken. Deshalb folgte er uns. Und deshalb wusste er von dem Werwolf in dem Sturmkeller. Das war sein verfluchter Bruder, Gott, so offensichtlich. Wenn Chris mich gebissen hat, dann... Das ist die Heilung. So heilen wir dich. Himmel, Laura, denken wir gerade dasselbe? Am Morgen verschwinden wir von hier. Ich hole mir Travis' Waffe und töte Chris Hackett. Hey! Hey! Stopp! Ich möchte etwas anmerken zu meiner vorherigen Aufnahme. Mir ist im Nachhinein aufgefallen, dass ich vielleicht, also Laura, dass Laura eventuell diese Spritze mit dem Beruhigungsmittel in diesem Geheimversteck in ihrer Zelle hätte verstecken können, dann hätte mir der Sheriff das vielleicht nicht abgenommen. Dann hätte ich den Sheriff damit betäuben können und dann hätte ich vielleicht die Waffe nehmen können von ihm schon. Wisst ihr, wie ich meine? Aber leider kann ich das jetzt nicht mehr nachholen. Bin ich leider nicht früher drauf gekommen. Aber wir schaffen das schon. Nein, nicht zurück zum Hauptmenü, hier. So. Hilfe! Laura braucht Hilfe! Laura? Laura, alles okay? Gott, verdammt! Was zur Hölle ist hier los? Laura! Okay. Doch so einfach. Didim. Los, die Schlüssel. Du musst das nicht machen. Oh doch, ich denke schon. Fresse, Schlüssel. Das
Tut mir leid. Ich hätte es gerne anders gemacht, aber leider... Ja, wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob ich... Vielleicht ist der Gedanke auch falsch, den ich jetzt hatte. Keine Ahnung, das muss ich halt ausprobieren, wenn ich das Spiel nochmal zocke. Laura! Hauptsache jetzt raus hier. Habe ich dir echt nicht zugetraut. Ich mir auch nicht. Was machen wir mit Sergeant Kleinhirn? Geben wir ihm etwas Zeit. Zum Überlegen, warum er hier ist. Travis okay. wird dich töten. Okay. Gut zu wissen. Nett. Wir sollten zusammenpacken. Wo sind Silberkugeln? Er muss sie irgendwo haben. Was ist los? Ich dachte, da wäre was. Etwas ist hier. Nein, nein, da ist was. Es kommt von hinter dieser Tür. Ach, die können das beide hören. Hier ist keiner drin. Was ist das? Schrotpatronen. Er füllt sie mit Silber. Da war er also, auf der Jagd. Ich schätze, die hier brauche ich dann wohl nicht mehr. Hey, ich hab's gerade erst gerafft. Wir sind frei. Naja, du noch nicht so ganz, ne? Erst wenn Chris tot ist. Ja, das sind wir. Ach, das ist doch wieder, also ich weiß nicht. Ich möchte ihm ja Mut machen, deswegen ist es halt vielleicht doof, wenn ich jetzt ängstlich reagiere. Aber vielleicht wäre es auch naiv, wenn ich nicht ängstlich reagiere. Aber ja, erstmal sind wir frei. Ja, das sind wir. Die 2 Monate sind verloren, aber wir können bald nach Hause fahren. Ja, wann genau? Heute Nacht. Wir fahren zu Hackett's Quarry und wir töten Chris Hackett. Na, ob das so klappt, weiß ich nicht, aber... Wir werden sehen. Und so kam ich hierher, zum Camp. Ließ Max auf der Insel, war der sicherste Ort für ihn, umgeben von Wasser und so. Das war's, meine Story. Schreit nicht alle durcheinander. Warte, die Insel, also unsere Insel, du meinst die im See? Ja, wieso? Weil Jacob... Er ging hin und suchte nach Emma und ist noch nicht zurück. Keiner von beiden. Oh, scheiße. Sie sind nicht mehr dort. Es geht ihnen sicher gut. Wenn sie dort waren, sind sie es nicht mehr. Was soll das jetzt heißen? Braucht ihr eine Skizze oder was? Ich komme gerade von dort und da ist ein Werwolf, sonst niemand. Fuck.
Ich weiß nur, ich habe keine andere Wahl. Ich muss Chris Hackett einfach töten. Nach meinem Besuch am Pool, wo ich Chris erschoss, ging ich zurück zur Insel. Ich dachte, Max wäre wieder normal. Aber... Nee. Natürlich ist er nicht normal. Erstmal nicht. Max? Max! Max! Ah! Hallo? Der tote Werwolf war also nicht Chris. Das war gar kein Werwolf. Es war Kaylee Hackett, Chris' Tochter. Was es auch war, es war kein Mensch. Außer es hat sich danach zurückverwandelt, als ich auf der Insel war. Wieso hat dich Max dann nicht getötet? Wie jetzt? Ich bin verwirrt. Hä? Wollte er. Bin entkommen. Na toll. Das muss aufhören. Also ist sie jetzt auch infiziert? Oder was? Natürlich, eigentlich. Uns bleibt nicht viel Zeit. Okay. Riech ich nicht gut? Na los, beiß nur rein. Mach schon. So ein dummes Tier. Oh Gott, loslassen! Lassen Sie mich los! Hände weg von mir! Lassen Sie mich frei, okay? Ich wollte das alles überhaupt nicht, bitte! Bitte!
Oh mein Gott, warum antworten Sie nicht? Wollen Sie Geld? Ist es das? Denn mein Vater hat Geld. So richtig viel. Ich meine nicht wirklich, aber er besorgt es. Ganz sicher. Bitte lassen Sie mich rein, bitte. Es tut mir leid. Bitte nicht! Schon zwei, Bobby. Hey! Hey! Hey, wo gehen Sie hin? Hey! Hey! Neugierige kleine Ratte. Möchtest hey. Alles wissen, was dich nichts angeht. Was? Doch glaub nicht alles, was du so hörst. Ja. Was soll's? Ja. Da sind wir wieder. Mhm. Schauen wir, was du mir diesmal bringst, okay? Okay. Der Wagen. Hielten wir die Zügel, würden wir uns sicherer fühlen. Wir hätten die Kontrolle und würden aus Überzeugung Entscheidungen treffen. Mutig, mitunter jedoch töricht. Viele suchen im Wagen Zuflucht. Aber vielleicht sind sie dort gar nicht so sicher, wie wir annehmen. Und wie immer frage ich dich, verlangt es dich vielleicht nach mehr? Wir zwei werden uns heute Nacht noch öfter wiedersehen. Ich freue mich darauf, solange du den richtigen Weg einhältst. Wo ist Chris Hackett? Halt's Maul. Wow, nett. Sie hat Kaylee umgebracht. Wir drehen uns im Kreis. Caitlin, was soll ich tun? Oh, wow, ganz tolle Führungsqualitäten. Sei jetzt ruhig. Vergiss es. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist deine Sache. Denk einfach daran, was alles passiert ist, okay? Das ist mein Rat. Wegen einem uralten Reim? Du sagst, deine Frau hat geweint? Moment, du sagst, eine Frau hat geweint? Bei deiner Flucht? Warum? Was weißt du denn? Die Gruselstory, die er erzählt hat, was, Caitlin? Das hier ist keine Story. Es ist kein Kinofilm. Es passiert wirklich und ihr steckt mittendrin. Dein Armband. Was soll das werden? Ich will nur helfen. Wenn
Wenn's zum Schlimmsten kommt, gebt euch das eine letzte Chance. Und das tötet sie? Wirklich? Ja. Aber was, wenn's Nick ist oder so? Wie gesagt, wenn's zum Schlimmsten kommt. Ryan, nimm das verdammte Ding runter, bevor was passiert. So, weiter. Wo hängt Chris Hackett ab, wenn er nicht im Camp ist? Boah, das ist doch irgendwie... Warum können die sich denn nicht mal alle vertragen? Woher soll ich das wissen? Ihr seid doch Betreuer, oder? Ihr seid 2 Monate hier. Er ist nicht im Sturmkeller. Ich finde ihn ganz offensichtlich nirgendwo im Wald. Ich brauche Hinweise. Versuch's mit dem Gruselhaus hinter dem Wald. Mann! Was? Du könntest am... Was? Du könntest ihn am Leben lassen? Es gibt auch Alternativen. Ernsthaft? Es gibt Alternativen? Mal drüber nachgedacht? Ich habe letzten Monat an nichts anderes gedacht. Nur, bei Sonnenaufgang sitze ich fest bis zum nächsten Vollmond. So wie Max, so wie alle Gebissene. Und das ist unser Problem? Frag doch deine Freunde im Wald! Und denk auch noch an Nick, Mann. Stopp! Oder wir müssen euch mit kaltem Wasser beugen. Nein, Ryan, verschwinden wir hier. Nur rechts, aber... Ich muss endlich was tun. Ohne mich wird Chris Hackett dann noch mehr Opfer auf dem Gewissen haben. Ich gehe mit dir. Was? Ja, ich stimme zu. Chris hat nichts damit zu tun. Ich lasse dich nicht alleine losziehen. Ich lasse doch keine flüchtige Mörderin fröhlich alleine losziehen, die plant, Chris zu töten. Wow, sind das Flirtversuche? Nein! Schön, mach doch, was du willst. Du weißt, was mit Nick ist. Er wurde gebissen. Mir wird nichts passieren. Das geklaute Auto. Wo ist es? Im See versenkt. Warum? Weil's von den Cops geklaut war? Du musst den Van reparieren und verschwinden. In Sicherheit. Wie lange hast du noch? 1 Stunde, vielleicht. Ich weiß nicht. Es gibt keine Langzeitstudien. Dann sollten wir jetzt gehen. Bist du sicher mit dem Weg? So ziemlich, ja. Ziemlich oder definitiv? Sehe ich aus wie ein Reiseführer? Warst du überhaupt schon mal dort? Also, nein. Was, im Ernst jetzt? Ich weiß so viel wie du. Und wie gut kennst du Chris Hackett? Mr. H, ziemlich gut. So wie du ziemlich sicher den Weg kanntest? Bei meinem ersten Besuch im Camp hatte ich Probleme und Mr. H hat mir geholfen. Er ist echt nett. Du kennst ihn nicht wie ich. Du kennst ihn gar nicht. Okay, okay, Gott. Schleim nicht so. Wieso bist du so? Hey, ich glaube nur nicht, dass hier irgendwer irgendwen wirklich kennt. Ich kenne Mr. H und er würde nie jemandem wehtun. Und ich weiß nun mal, dass er nicht so nett ist, wie du glaubst. Er will nur anderen helfen. Darum geht's im Camp doch. Und sonst nichts. Den Kids helfen. Ja, das glaube ich dir. Du weißt, was ich tun muss, oder? Ich weiß. Nur wenn er nicht mit sich reden lässt. Wenn es keinen anderen Weg gibt. Du gehst vor.
Da ist es. Hackett House. Er lebt mit seiner Hinterwäldlerfamilie in einer Hinterwäldlerhütte im Wald? Sieh dir das an? Nein, hier lebt seine Mom, glaube ich. Ich war nie drin, aber wenn wir antworten wollen, ist das der beste Ort, sie zu finden. Gut, also, wie kommen wir ran? Was meinst du? Wie kommen wir zu dem Haus? Das ist eine gute Frage. Vielleicht ja gar nicht. Hey, ich weiß, dass Chris dein Freund ist. Wenn ich den Weg wüsste, hätte ich's gesagt. Klar. Ja. Laura. Chris ist nicht böse. Es geht nicht um gut oder böse, Ryan. Wie kannst du da so sicher sein? Wenn mein Gewissen mich jetzt bremsen kann, wird das alles hier noch viel schlimmer. Ich wünschte, es ginge auch anders. Es geht nur nicht. Hey, wo willst du hin? Uns läuft die Zeit weg, oder nicht? Es muss einen anderen Weg rübergehen. Hab dich! Pass auf, es wird schnell! Upsala. So ein Scheiß! Alles okay? Laura? Es jagt das Blut, doch scheut das nass. Toll. Oh mein Gott, Laura! Ach du! Heilige Scheiße! Darf ich mal? Was soll das? Ruhig, hier. What? Was hast du für große Augen? Ach, Scheiße! Ist da was Gelbes im Auge? Wie gelb genau? Shit! Uns bleibt nicht viel Zeit. Bestimmt noch von den Arbeitern. Meinst du? Hier war seit Jahren niemand. Das denke ich nicht, dass hier seit Jahren niemand war. Das war wohl mal Teil des alten Steinbruchs. Muss wohl. Bergarbeiterbrotdose. Der Besitz eines Steinbruchsarbeiters. Steinbrucharbeiters. Den er in den Tunneln zurückließ. Die schriftliche Ankündigung einer Zwangsvollstreckung, die sich darin befindet, verrät, dass das in den 1930er Jahren passierte. Okay. Krass.
alte Steinbruchwerkzeuge. Diese verrosteten alten Werkzeuge sind Überbleibsel aus der Hochzeit der Mine der Hackets vor der Zwangsvollstreckung. Alles klar. Gut. Ich gehe in jede Ecke. Okay, also hier ist nichts. Es ist sehr dunkel. Silence! Hast du das gehört? Nicht sie. Wer? Die Hexe von Hackett's Quarry. Sie will uns bestimmt warnen. Oder führen. Oder beides. Oh, Scheiße. Ob sie uns gehört haben? Nein, glaube ich nicht. Ich hab schon das drauf gewartet. Entspricht nicht der Norm. Naja, wenn die Norm marode und einsturzgefährdet lautet, dann vermutlich schon. Lass uns weitergehen. Ja. Vorsicht, Gott. Oha. Da kann man ganz schön weit runterfallen. Jetzt sieh dir das an. Oh, so langsam könnte ich doch was zu essen vertragen. Hör auf damit. Ich ehrlich gesagt gerade auch. Mein Magen knurrt. Ach, jetzt sehe ich wieder fast gar nichts mehr. Mist. Ist doch blöd. Ich sehe echt gar nichts gerade. Wo muss ich denn hin? What? Hallo? Ach, hier hoch. Ah. Oh Mann. Sorry, ich bin so blind. Oh Mann, ist das hoch. Ja. Wow. Also das wäre ja nichts für mich. Absolut gar nicht. Oh, was haben wir hier? Was meinst du, ob hier außer uns noch irgendetwas ist? Scheinbar sieht schon. Sieht so aus, oder der Weg hier ist auch nicht stillgelegt. Ein Stück vernarbter Haut. Mhm. So, so. Was man alles findet in so einer Mine. Unglaublich.
Unglaublich. Alles klar. Na gut, gehen wir mal weiter. Ordentlich tief. Was ist das denn? Oh, wo ist Cave Out? Sieh an, du hast ja doch Humor. Na? Entsteht da etwa jetzt doch Sympathie? Wo ist er? Komm schon. Ich bin doch nett. Was ist los mit dir? Was meinst du? Der schräge, grübelnde Einzelgänger passt nicht so wirklich zu deiner Ich-liebe-den-Campleiter-Show. Ich passe also in keine Schublade, oder was meinst du? Kann man so sagen... was? Wie jetzt? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Diese Auswahlmöglichkeiten, also wirklich. So habe ich das nicht gemeint. Was für eine Schublade. Okay, ich nehme das. Was für eine Schublade? Schon gut, vergiss es. Machst du das immer so? Was denn? Dich auf ein Gespräch einzulassen, um dich sofort in deinen Panzer zurückzuziehen? Vielleicht habe ich auch einfach keinen Bock auf dich. Oh, wow, charmant. Ich nehme an, du bist Single? Ja, wieso? Ach, nur so? Scheiße. Oh, Manu. Ich hätte das andere auswählen sollen. Egal. Hier lang. Ich sehe Licht. Ja. Du kannst auch hier rumhängen, wie du magst. Du isst wohl eine Menge Spinat. Also, willst du zuerst in den einstürzenden Albtraumtunnel oder soll ich? Lecker Spinat. Ich möchte jetzt auch Spinat mit Ei und Kartoffeln. Und dann bin ich satt und platze. Oh, Rat des Schicksals. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Was? Ich habe 3 Karten übersehen? 3? Ich gucke nie wieder in dieses Menü. Ist doch nicht zu fassen. Dunkel. Hell. Dunkel. Sieht gut aus. Was? Was sieht gut aus? Was ist das? Vorsicht, Splitter. Danke, geht schon. Ist wohl für eine Party. Alkohol von der Prohibition. Das hier sind Schmugglertunnel. Dann wäre der Alk fast 100 Jahre alt. Wow. Bestimmt auch gut. Gut, dann trink mal.
Die Hacketts waren also Schwarzbrenner. Scheint so. Als der Steinbruch schloss, brauchten sie wohl Geld. Schwarzbrenner? Na los, wir müssen weiter. Interessant. Wie sie guckt. Okay. Sind wir hier richtig? Weiß nicht. Ich bin jetzt absolut lost. Ja, ich auch. Sollen wir? So lost. So lost. I am so lost. So lost. Oh, Caitlin. Die gibt's auch noch. Okay. Wo der Nick wohl gerade ist. Vielleicht ist er auch unten da in der Zelle, wo auch Jacob gerade ist. Ich weiß es nicht. Nobody knows. Nobody knows. Was ist denn hier passiert? Was? Das ist meine Schuld. Hatte bisschen Stress mit einem Anwohner. Ach so. Fluch, Caitlin, hier steht nichts mehr. Du solltest den anderen sehen. Was ist jetzt mit Jacob und Emma? Und Nick? Wahrscheinlich gar nichts. Hoffentlich. Ich meine, sollen wir sie suchen? Warnen? Ich glaube, das Sicherste, das Verantwortungsvollste ist, Hilfe zu holen. Ja. Und dann können wir sie suchen. Und Nick. Und Nick. Emma habe ich irgendwie schon total vergessen. Kann mich gar nicht mehr erinnern, was die letzte Szene mit ihr war irgendwie. Es passiert einfach zu viel. Das kann ich mir alles gar nicht merken. Halt. Was? Ist da jemand drin? Das Auto lebt. Weiß nicht. Es wurde auch infiziert. Oh. Was ist da? Ich... Jacob? Nick? Emma? Nick? Nancy? Soll ich mal aufmachen? Mr. Hackett. Ist dein Arsch, Kumpel. Entschuldigung. Ich hätte keinen Energy Drink trinken sollen. Ich versuche, meine Klappe zu halten. Pfefferspray! Pfefferspray! Hey, wir sind's! Shit! Halt, oh mein Gott. Typisch. Tut mir so leid. Dylan, tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass ihr es seid. Ich hatte voll Schiss und dachte, er ist kein Pfeffer. Stimmt, die hatte sich ja ins Auto gesetzt. Lufterfrischer. Jetzt fällt mir das wieder ein, ja. Oh. Ja. Was anderes war nicht im Van. Nun, nicht schlimm. Kein Problem, Emma. Dylan? Deine, Ja, die ist weg. Ich kann zaubern. Das ist meine Zauberhand. Sie war die ganze Zeit in der Polizeiwache? Die Hand? Oder was? Und wir dachten, was für ein toller Sommer. Von wegen. Mann. Mann. Okay. Also, der Motor ist im Arsch. Was auch sonst? Also, wenn ich ein Auto herzaubern könnte, würde ich es glatt machen. Nun. Warte. Vielleicht kann ich's. Okay, sie ist gaga. Die Straße rauf ist ein Schrottplatz. Wir suchen da einen Wagen. Das könnte klappen. Klingt weit hergeholt. I've been looking for a Wagen. Oh Gott, Leute, es tut mir leid, ich bin etwas verrückt heute im Kopf. Gemein, but better is for... Ich brauche dich. Dylan, komm schon. Echt, ich brauch dich. Wir brauchen dich.
Fein. Okay. So stellt sich Dylan wieder mutig der tödlichen Gefahr und rettet seine Freunde. Juhu. Juhu. Und was genau sollen wir dann jetzt tun? Ich meine, der Van ist nett, aber nicht gerade Fort Knox. Tja, der Keller unter der Lodge sollte erst mal sicher sein. Okay, Abby, komm mit mir. Viel Glück. Have fun. Weg gewählt. Ich habe überhaupt nichts gewählt. Das Spiel wirft mir ständig vor, dass ich etwas gewählt hätte. Was war das? Hä? Was war das? Oh, das ist nichts. Wir haben, unten sind Gäste. Wir wollen doch kein Blut vergießen mehr. Wie verdammt siehst du überhaupt aus? Es ist kompliziert, Ma. Bei dir ist alles kompliziert. Ach. Oh, steh auf. Halt still. Du leise. Sch- okay, das Kapitel mache ich noch und dann werde ich erstmal wieder eine Aufnahmepause machen. Ja, lang. Komm schon. Ich habe nämlich wirklich so verdammt Hunger. Ich kann mich kaum konzentrieren. Oh. Der Herrscher. Der Herrscher, Autorität, Patriarchist, was? Patriarchat, ja, ihr wisst schon. Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Hm. Oh, ich will den beiden da gar nicht begegnen. Miau. Miau. Das gefällt mir. Oh, da sitzt doch schon der Jacob, oder? Ja, ich weiß nicht so genau. Ich schaue mich erstmal um. Shit, armes Kind. Riesenkopf. Riesenkopf, Mann. Bobby? Wer ist Bobby? Irgendwie schon mal gehört? Ich weiß nicht. Bin mir gerade unsicher. Wissen wir, wer das ist? Bobby. Oh, was denn nun wieder? Ich weiß doch gar nicht, worum es geht. Bin okay. Achso. Rutschgefahr. Aber dieser Chris Hackett ist trotzdem nicht da, oder sitzt er in der Zelle? Ah. Hey, ich bin's. Himmel, was ist mit dir los? Käfig öffnen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Welchen? Warum? Und. Na, okay. Halt Ryan nicht. Ach ja, natürlich. Halb so wild. Gott, Ma, was stellst du unten mit ihnen an? Es ist nichts, wir beschützen sie nur. So wie auch schon die ganze Nacht. Habe ich gerade nicht dran gedacht. Das war echt saukomisch. Da habe ich nicht dran gedacht. Du musst mich hier rausholen. Wie? Im Ernst? Er steht unter Strom. Okay, hör zu. Da ist ein Kasten in der Ecke dort. Ich glaube, das ist die Steuerung, okay? Ich habe den alten... den aus dem Wald dran hantieren sehen.
Okay. 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 Oh Mann. Was machst du hier, Travis? Du solltest bei den anderen sein. Wie gesagt, wir beschützen diese Kids schon die ganze Nacht. Ja, wer bist du denn überhaupt? Mann. Ma? Es ist Kaylee. Sie ist tot. Nein. Die Jungs bringen sie gerade her. Du bist wohl mit deinem Kopfschädel vor die Wand gerannt. Es ist unmöglich, sie in ihrem Zustand zu töten. Silberkugel. Sie ist tot, Ma. Nein. Gott verdammt. Nein. Nein, nein. Nein, nein. Nicht meine Kleine. Nicht meine Enkelin. Nicht meine Kaylee. Nicht meine kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Nicht die kleine Kaylee. Du mieses Stück Scheiße. Nicht die kleine Kaylee. Du Scheißkerl. Was hast du ihr getan? Wozu gebissen? Ist die irre? Laura aufhalten? Oh, ich weiß es doch nicht. Halt! Ist das? Denk mal nach. Wieso sperren sie ihn wohl ein? Wer soll das sonst sein? Wer verdammt ist das? Sie hat das Sagen. Du hast dich schon mal getäuscht. Vielleicht ist es sogar Nick. Dein Freund? Hey, hör mal. Okay. Sie sagten, sie hätten schon zwei von uns erledigt. Was immer das heißt. Wer das auch ist, er geht nirgendwo hin. Denk dran, wir müssen sicher sein. Wie versprochen. Ryan, du musst mich hier rausholen. Ernsthaft, Mann. Es war meine. Sie haben sie genommen. Sie geklaut. Du dummer Idiot. Ma. Ach, verdammt. Du mieses Stück Scheiße. Verschwinde. Hau ab von hier. Okay. Hilf mir da durch. Okay, also, ich weiß nur, dass du meine Tür und die da öffnen musst. Und definitiv nicht die Tür. Oh, cool. Danke, Detective. Okay, fick dich, Mann. Ich will nur helfen. Nein, fick dich. Ich will nur helfen. Still. Okay, da ist eine Konsole an der Wand. Ein Kasten oder sowas. Mit den Schaltern solltest du die Käfige isolieren können. Okay, halt durch. Okay. Was? Wie? Darf ich das noch mal sehen? Das hier. Das ist viel zu gefährlich. Ja, weil du es verkackt hast. Okay. Boah. Das war's. Okay, tut mir leid, Mann. Bitte, bitte. Scheiße, was? Gott verdammt. Du bist hier besser dran. Was? Tut mir leid, Mann. Nein, Alter, komm schon. Aber... Wir holen dich noch. Hör auf mit diesem Scheiß, Ryan. Bitte, Ryan, bitte, Alter. Wer weiß, was die mit mir machen. Ich will nochmal zurück. Du musst mich rauslassen. Lass mich bloß nicht hier. Fuck! Oh. Aber ich hab doch... Guter Gott! Jacob mag dich nicht, na toll. Unglaublich. Nicht meine... Gott, nicht meine Enkelin.
Nicht meine Kaylee, nicht die kleine Kaylee. Und du hattest die verdammten Betreuer in deinem Scheißknast für ganze 2 Scheißmonate, ja? Und jetzt erzählst du mir, dass du nicht ihre verschissenen kleinen Spatzenhirne weggeblasen hast, sondern sie mit deiner Silberwaffe meine Kaylee erschießen konnten? Willst du mir das erzählen, Travis? Kein Blutvergießen mehr. Das hast du gesagt. Ma, was, wenn ich's gewesen wäre? Oder Bobby. Was dann? Sie war Familie. Ein Mann beschützt seine Familie. Du bist nur kein Mann. Ich wünschte, ich könnte all das ungeschehen machen, aber ich kann's nicht. Ich kapier's nicht. Ich kapier nicht, warum. Wieso hast du das Problem nicht beseitigt, als du die Chance hattest? Das Problem beseitigt? Hörst du dich reden? Ja, ich höre mich reden. Ich mag alt sein, aber nicht taub. Ich bin bei der Polizei. Ach, jetzt bin ich blind, du scheiß Mistkerl. Blind oder blind? Oh, du wedelst mit deiner Marke rum, als wär's 1 Million Dollar. Dabei hast du sie nur, weil Hank in dem großen Feuer umgekommen ist. Ma. Nicht Ma. Ma gibt's nicht. Setz dich hin, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll. Bitte. Und spiel dich nicht auf. Spiel dich nicht auf, als wärst du was Besseres, weil's nicht stimmt. Jetzt setz dich, bitte. Sag mir nicht, was ich tun soll, du. Du Stück Scheiße. Boah, die ist ja, also... Ja? 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 Ma, schick Bobby runter. Her beauty is a tiger. Be careful, make sure that she doesn't bite. Her beauty is inside her. That's why I need to find the key tonight. When I say yes, you say no. Willkommen. Hast du mich vermisst? Ach. Hoffentlich bringst du mir mehr meiner Karten. Sollen wir sie uns ansehen? Ich habe leider 3 Stück übersehen. Das Rad des Schicksals. Letztendlich ist das Schicksal nur eine Art Glücksrad. Manchmal muss man es versuchen. Karma ist ein Mysterium, aber es belohnt jene, die wachsam sind. Gut hinsehen. Wenn du wachsam bist, kannst du vorab erkennen, wo das Glücksrad stoppt. Der Herrscher. Autorität, Patriarchat, Regeln, die es zu brechen gilt, nicht? Sollen die Mächtigen fallen und ihre Imperien ebenso? Sollen sie bluten? Sollen sie einander zerfetzen und verrotten? Details? Dann such die mögliche Zukunft aus, die du sehen willst. Und sieh genau hin. Versuche, Klarheit zu finden im Chaos. Ich nehme den Herrscher. Geh, du hast noch Zeit. Pass nur gut auf.
Pass wirklich gut auf. Mich ärgert das gerade schon wieder mit diesen Zellen. Wieso habe ich denn... Was habe ich denn da falsch gemacht bei dem Strom? Egal. Nun ist es so, wie es ist, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.